Also die Geschichte geht so. William Faulkner, der 1950 den Nobelpreis für Literatur erhalten wird, landet 10 Jahre zuvor einmal mehr in Hollywood. Vom Erlös seiner Bücher kann er sein herrliches Anwesen Roanoke in Oxford, Mississippi, nicht finanzieren. Der Regisseur Howard Hawks hat ihn eingeladen. Mit ihm hat Faulkner bereits an einem Drehbuch von Raymond Chandler und einer Vorlage von Ernest Hemingway zusammengearbeitet. Hawks und Faulkner mögen einander. Seit der Erfindung des Tonfilms werden amerikanische und englische Schriftsteller von Hollywood angezogen. Hier findet man viel Geld, leider auch wenig Verständnis für Literatur. Schriftsteller werden in ihren Studios gehalten wie austrainierte Legehennen. Und wer nicht schon vorher getrunken hat, kommt hier leicht auf den Geschmack. Schriftsteller unterliegen übrigens der Anwesenheitspflicht in ihren Studios. Eines Tages meldet sich also Faulkner bei Hawks und teilt ihm mit, ihm fiele heute kein gescheiter Dialog ein. Er müsse schnell nach Hause, vielleicht lief es da ja besser. Klar, sagt der gütige Howard Hawks, geh nach Hause, vielleicht brauchst du ja nur eine Runde Schlaf. Es verstreichen mehrere Tage, an denen Faulkner nicht auf dem Gelände der 20th Century Fox gesehen wird. Schließlich ruft der besorgte Hawks im Hotel seines Freundes an. Der Portier teilt ihm mit, Mr. Faulkner sei mit seinem Gepäck schon vor Tagen abgereist nach Hause. Die Nachsendeadresse, die er dem Hotel hinterlassen habe, lautet Roanoke, Oxford, Mississippi. Vom kalifornischen Hollywood liegt dieser Ort gut 3000 Kilometer weit entfernt. Es gibt viele Schriftsteller, meine Damen und Herren, deren Werk wir nur schwer von einem bestimmten geografischen Ort trennen können. Bei William Faulkner können wir schon den Versuch getrost vergessen. Fast alle seine Romane, seine Kurzgeschichten, auch seine Gedichte spielen zu Hause. Und dieses Zuhause bedeutet hier der amerikanische Süden, genauer der Staat Mississippi, noch genauer die Gegend um die kleine Universitätsstadt Oxford. Hier hatte sich die Familie Faulkner kurz vor Williams 5. Geburtstag niedergelassen. Dieses Oxford liegt im äußersten Westen des Bundesstaates Mississippi. Als Faulkner starb, das war 1962, erlangte die Universität weltweite Beachtung, weil hier zum ersten Mal in der Geschichte der Universität ein Schwarzer sein Recht auf einen Studienplatz erstritten hatte. Der Student musste die 3 Jahre seines Studiums von der Bundespolizei vor seinen Mitbürgern und leider auch vor seinen Kommilitonen beschützt werden. Das erzähle ich hier nur schnell, meine Damen und Herren, um ein Licht auf diese Gegend zu werfen, auf das County Lafayette, dessen Kreisstadt eben jenes Oxford ist, wobei wir unter Stadt eine Gemeinde verstehen wollen, die selten mehr als 10.000 Seelen zählte, zu Faulkners Zeiten gewiss noch weniger. Aber hier war der Süden der Vereinigten Staaten in seinen erfreulichen, seinen skurrilen, aber eben auch in seinen schrecklichen Zügen gleichsam wie in Lehm gebacken und noch so anzutreffen, als hätte sich seit dem amerikanischen Bürgerkrieg nichts geändert. Faulkner gab in seinen Büchern seiner Heimat einen neuen, einen indianischen Namen. Bei ihm heißt Lafayette County sehr viel urtümlicher Yoknapatawpha County. Ein Name, der nicht ganz leicht über die Zunge geht, aber mittlerweile ein weltweites Synonym für Faulkners Welt und deren Bewohner geworden ist. Aus dem lokalen Dialekt der Chickasaw-Indianer übersetzt bedeutet Yoknapatawpha übrigens das Wasser, das langsam durch die Tiefebene fließt. Daraus mag schlau werden, wer kann. Der Roman, den wir uns als ersten anschauen wollen, verehrte Zuseher, heißt The Sound and the Fury. Er erschien 1929, die deutsche Übersetzung Schall und Wahn, erst ein Vierteljahrhundert später. Sound and Fury spielt auf den berühmten Monolog des Macbeth an, der das Leben als eine Geschichte voller Lärm und Tollheit beschreibt, wie es heißt, eine Geschichte, die von einem Narren erzählt wird.
im englischen Original, Full of Sound and Fury, Told by an Idiot. Dieses Zitat trifft auf den Roman in wortwörtlichem und im übertragenen Sinne zu. Es wird uns nämlich die Geschichte vom Niedergang der stolzen Südstaatenfamilie Compson in der Tat im ersten Teil von einem geistig behinderten Sohn des Hauses erzählt. Das ist Benjamin, liebevoller oder verächtlich Benji gerufen, am Tage seiner Erzählung. Es handelt sich um den 7. April 1928, einem Ostertag, ist Benji bereits 33 Jahre alt, dennoch, wie gesagt, vom Verstand eines sehr, sehr kleinen Kindes. Als er sich einmal einem Mädchen näherte, wurde er kastriert. Benjis einzige Freundin in der Familie ist seine um 3 Jahre ältere Schwester Candace, genannt Caddy. Doch sie kann ihm keine rechte Hilfe sein, denn sie hat sich schon in jungen Jahren, wie es damals vornehm scheinheilig hieß, der Sünde der Promiskuität hingegeben. Vulgo, sie ist die Mutter einer Tochter, mit deren Vater sie nicht verheiratet ist, der sich auch schon längst vom Acker gemacht hat. Diese Tochter wird uns später noch beschäftigen. Um dem ältesten Sohn der Familie, um Quentin Compson, eine standesgemäße Ausbildung an der Harvard University zu erlauben, muss der Familienvorstand der Compsons jeden Cent gleich mehrfach umdrehen. Darf der, wenn ich so sagen darf, Geschäftsführer der Familie, der Sohn Jason, einen bitter umstandesgemäßen Job nicht aufgeben, den Job des Verwalters in einem Großhandel für landwirtschaftlichen Bedarf. Er darf diesen Posten auch nicht räumen, als der Bruder, angeekelt vom Zusammenbruch all seiner akademischen, gesellschaftlichen und moralischen Ambitionen, sich von einer Brücke in den Tod gestürzt hat. Leider hat Jason im Umgang mit Geschäftsbüchern auch gelernt, wie man fremdes Geld einsackt, ohne dabei von Skrupeln geplagt zu werden. Als Familienvorstand unterschlägt er der Tochter seiner Schwester Caddy das Geld, das ihr die Mutter regelmäßig schickt. Irgendwann entdeckt die Tochter das Versteck, in dem Jason sein Geld aufbewahrt, nimmt auch gleich dessen Ersparnisse und türmt mit einem attraktiven Jungen vom Rummelplatz. Wenn Sie jetzt trotzdem an die Tragödie von Familien aus den Südstaaten der USA im Bürgerkrieg von 1861 bis 1865 denken, verehrte Zuseher, dann vergessen Sie bitte als ersten Red Butler alias Clark Gable. Vergessen Sie Scarlett O'Hara oder Vivien Leigh. Vergessen Sie getrost das ganze Personal, das Ihnen aus dem Roman oder dem Film Vom Winde verweht noch im Gedächtnis stecken mag. Denn Faulkners Roman beschreibt den Niedergang jenes Südens der USA auf seiner am wenigsten glanzvollen Stufe. Die materiellen Güter sind längst perdu, doch genauso sind auch die kulturellen, die zivilisatorischen, im besten Sinne auch die aristokratischen Werte verschwunden, die einst den Stolz der Südstaatler zumindest in ihrem eigenen Selbstverständnis begründeten. Geblieben sind Verschlagenheit, Rassismus und ein reichlich Ungut mit Doppelmoral angedüngter Zynismus. Sie sollten, verehrte Zuseher, diesen Roman von Faulkner, das war übrigens sein 4. und von Kritik und Publikum anfangs ganz wenig geliebter, Sie sollten The Sound and the Fury aber schon deswegen nicht in einem literarischen Schuber mit Margaret Mitchells Vom Winde verweht stellen, weil sich dieser wunderlich verschobene, altmodisch komplex beladene William Faulkner mit seinen damals 22 Jahren in den Kopf gesetzt hatte, nicht einen rührenden Kassenschlager vorzulegen, sondern es allen Schriftstellern seiner Zeit zu zeigen. Ihnen zu zeigen, dass Weltliteratur auch im äußersten Westen von Illinois oder in New Orleans, Louisiana, entstehen kann. Ihnen zu zeigen, wie man als Erzähler mit dem Zusammenbruch der vertrauten Umgebung umgeht, wenn dieser Kosmos so radikal zusammenbricht, dass selbst der Dimension Zeit nicht mehr zu trauen ist. Zeit. Wer diesen Begriff in die literarisch gebildete Runde wirft, der assoziiert schnell das Monumentalwerk von Marcel Proust,
auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Oder der denkt an die verschiedensten Autoren, die sich seit und vor der damaligen Jahrhundertwende nicht damit abfinden wollten, jenen Begriff Zeit auf seine physikalischen Dimensionen zu beschränken, die ihnen von der Natur oder trivialerweise von der Betriebswirtschaft vorgegeben wurden. James Joyce, ruft dann schnell einer in die Runde. Denken Sie an den Ulysses. Denken Sie daran, wie dort die gesamte Zeit der Handlung in einen Tag gepresst wird. Aber dieser William Faulkner war ein tief in der Wolle gefärbter Gegner aller literarischen Theorien. Er hatte keinen Schulabschluss, war an die Universität nur gelangt, weil er sich 1918 für ein paar Monate als Kriegsfreiwilliger gemeldet hatte. Ein Ausflug, von dem er mit gefälschten Rangabzeichen zurückkehrte. Und er hatte das Studium nach 3 Semestern wieder aufgegeben. Schreiben bedeutete für ihn, sich an Stimmen und an Geschichten zu erinnern und immer wieder aus Fehlern in der eigenen Darstellung zu lernen. Gewiss kannte er zumindest ein paar Folgen jenes Ulysses. Die erschienen ja in amerikanischen Zeitschriften, wenn sie nicht gerade wegen angeblich obszöner Stellen verboten worden waren. Aber sich mit Joyce auszutauschen, dazu war Faulkner zu scheu. In einem Pariser Kaffeehaus trafen die beiden einmal aufeinander. Doch Faulkner traute sich nicht, den berühmten Kollegen anzusprechen. Denn nein, Theorie war seine Sache nicht. Und anders als die meisten anderen seiner Kollegen machte er auch nie einen Hehl daraus, dass er die Schriftstellerei zum Gelderwerb betrieb. Anders gesagt, Faulkner schrieb das Wort Literatur nicht mit Goldbuchstaben. Er war ein Praktiker, der erfolgreich sein musste, denn sein Lebensspiel kostete schließlich viel, viel Geld. Ein Reichtum allerdings konnte ihm niemand nehmen. Das waren die Geschichten seiner Heimat und seiner Familie. Hier hatte der Urgroßvater William Clark Faulkner Maßstäbe gesetzt, ein Haudegen, der sich durch den Sezessionskrieg mit dem Norden geschlagen hat, ein Eisenbahnpionier, Geschäftsmann, Autor des Bestsellers Die Weiße Rose von Memphis, der auf einem Mississippi-Dampfer spielt, ein Mann schließlich, der sein Leben im Duell mit einem früheren Kompagnon verliert. Genug Stoff ist das klar, gleich für mehrere Autoren, man muss ihn nur in eine Form bringen. Und exakt in diesem Vermögen liegt die ganz große Meisterschaft von Faulkner. Hier erscheint er uns bisweilen wie eine frühe Manifestation der magisch-realistischen Erzählungen des Gabriel García Márquez. Denken Sie nur, verehrte Zuseher, an Faulkners Roman Licht im August, an die Geschichte des erbarmungswürdigen Mörders Joe Christmas, der seinen Namen erhielt, weil er als Findelkind am Weihnachtstag vor der Tür eines Waisenhauses gefunden wurde. In diesem Roman, vielleicht dem berühmtesten des Autors und nebenbei gesagt, er ist 2008 hervorragend neu übersetzt, in Licht im August, also finden Sie die Motive der biblischen Geschichte, den Verrat, das Mitleid, den Opfertod, so innig eingewoben in die überlieferten Erzählungen einer kleinen Gemeinde in den amerikanischen Südstaaten, dass man Jean-Paul Sartre verstehen kann, der bewundernd oder neidvoll schrieb, Faulkner ist ein Gott. Wenn er das war, dann war Faulkner ein Gott, der viel, sehr viel Whisky trank, der sein Gebot, du sollst nicht begehren, deines Nachbarn Weib nie so recht ernst nahm und gegen den man dennoch nicht hadert, weil er so unendlich viel geschaffen hat. Scheu, gerade kamerascheu, blieb er übrigens bis kurz vor seinem Tod. Als ihn ein Filmteam für ein Interview aufsuchte, waren seine ersten Worte, meine Herren, selbstverständlich keine Bilder. Die soll man sich von einem Gott ja ohnehin nicht machen. Bei Faulkners Beerdigung, starb im Juli 1962, verfügte die Familie daher ganz im Sinne des Autors, bis zum Begräbnis gehörte den Angehörigen, danach der ganzen Welt. So ist das mit Göttern.